Es geht los. Bitte rechnen Sie mit nichts. Nein! Da gibt's keine Ausnahme! Das darf doch nicht wahr sein. Das hat doch nichts mehr mit Comedy zu tun. Und ich werde Warte! Mein Gott, jedes Mal dieses. Ich geh therapeutisch feiern. Auf ein sinnliches Fest. Ich werde saufen bis zum Speien. Wenn mich die Psyche lässt. Der in Fürth lebende Kabarettist Matthias Egersdörfer ist ein Mensch, der polarisiert. Ich weiß bis heute nicht, wie meine Mutter den Reifen aufgeschlitzt hat. Genauso habe ich mir das Publikum vorgestellt. Schlau wie eine Graupensuppe. Es gibt nichts, was jetzt so dich innerlich so gut beschreiben würde, als innere Verschissenheit. Ich geh therapeutisch feiern. Für die einen ist er ein Kotzbrocken-Choleriker, der mit eingestanzt missmutigem Blick Fäkalhumor auf die Bühne bringt und seine Bühnenpartnerin bis an die Grenze der Erträglichkeit quält. Geh doch auf! Ich bin ja unrein. Vielleicht resultiert meine Sparsamkeit auch aus der Not, welche die Eltern erfahren mussten. Vielen Dank, Adolf Hitler, du blödes Arschloch. Ich geh therapeutisch feiern. Die Krankenkasse hat's verschrieben. Sonst wäre ich heute Abend gar nicht so lange aufgeblieben. Für andere ist er ein genialer Geschichtenerzähler und Provokateur, der Dinge in Frage stellt und mit seinem großen, offenen Herzen an der Welt verzweifelt. Ja, und du glaubst an keinen Herrgott mehr, du bist absolut verzweifelt. Hörst du mal, ich hab da oben die Artillerie gefunden. Dann komm ich an Blätter, komm ich an, dann steige ich aus, dann weiß ich ganz genau, dann wissen alle, ne, auf dem Nachbargleis, noch eine Station, dann bist du oben raus, bist schon da. Steige aus und renn über, die Türen offen, renn über, dann geht die Tür zu. War hinter der Scheibe so ein Kind, was die Scheibe abgeschleckt hat. Und ich hab gesagt, du blöde Sau, schleck nicht, mach die Tür auf! Und ich glaube, der VGN, der hat's genauso eingerichtet, dass man es gerade nicht schaffen kann. Das haben die ausprobiert. Für mich hat Kabarett auch irgendwas immer mit Schrecken zu tun und mit einer Geisterbahnfahrt. Und eine gute Geisterbahn schafft es dann wirklich, den Zuschauer zu überraschen, wenn er eine Kurve fährt, mit der er nicht gerechnet hat. Ruht in Maria. Kuril. Dankeschön für diesen hoffnungsfrohen Applaus Ihrerseits.